Ja moin, willkommen zurück zu The Tarnishing of Juxtia. Letztes Mal haben wir den Staubturm endlich hinter uns gebracht und alles gekillt. Ne? Und jetzt sind wir hier rechts von der Kreuzung. Gucken, was hier so geht. Schauen wir mal. Grüne Gärten. Okay. Okay. Ja, schauen wir mal. Ich habe diese Gärten vor langer Zeit meine Pflanzen zur Verfügung gestellt, als Zeichen des guten Willens. Right? Okay. Okay, können wir nicht weiter? Ja, die Level oder... Moin! What the fuck? Der hat eine Schere, der Junge! Der Level of Bow ist irgendwie immer gleich. Eigentlich muss man hoch, aber da ist der Weg versperrt, also muss man irgendwie rechts oder links einmal rumgehen. Wow! BTF. Okay. Tschüss. Oh, der hat was fallen lassen. Dorniges Antlitz. Ah ja. Nicht mal so scheiße. Ja, ja. Ja, nehmen wir. Mehr SP. Okay, wir können hier nur nach rechts. Also gucken wir halt nochmal, was hier ist. Oh nein. Okay, sah mir aus wie eine Boss-Plattform. Ah. Halbschere des... Eine Schere? Halbschere des Gegners, des Gärtners. Geht eher mit Stärke. Ach, das ist... Ach, Halbschere. Yeah, you know. Okay. So. Nutzt halt eh nur den Dolch. Bist du freundlich? Du siehst mir, also, eigentlich nicht freundlich aus, aber weil sie so groß ist, sie, glaube ich, freundlich. Und redet mit uns. Nein! Ich habe nichts gesagt. Okay. Die ist ganz und gar nicht freundlich, die Kleine. Von der Wahrsagerin verschlossen. Hallo. Zum Glück two-shotten wir die. Irgendwie gerade nicht getroffen. Dornige Brust. Die ist auch besser. Und die ist einfach nur besser. Okay. Nice. Nur besser. Sieht besser aus. Was will man mehr von einer Rüstung? Fashion und die Stats. Scheiße. Da oben. Nein. Okay. Hä, die sind ja überhaupt keine Gefahr. Dornige Beine. Auch einfach nur besser. Cool. Tschüss. Was ist hier? Bitte eine Sackgasse. Yep. Oh nein. Okay. Au. Hm.
Ja! Jo, klar, ja. Okay. Okay. Oh, das ist wahrscheinlich, das sind jetzt die Arme, oder? Beine haben wir. Okay. Wieder die Frage, warum kriegt man Sachen zweimal, wenn man die nicht verkaufen kann? Oh! Nicht Balthasar, der Brandmaler. Was kriegen wir? Frühlingsblüte. Ein mächtiges drillianisches Brandmal in Form einer Blume. Kanalisiere deinen Mana in das Brandmal, um eine zerstörerische Explosion zu verursachen, die von dir ausgeht. Mhm. Könnte ganz geil sein. Die Seher des Gartens verwenden eine angepasste Variante dieses Zaubers. Sie verbinden ihn mit ihrer Fähigkeit der Voraussicht, um den Bewegungen ihrer Feinde zuvorzukommen. Okay, also das gleiche, was diese Frauen da eben die ganze Zeit gemacht haben. Nur, dass es von uns ausgeht. Könnte halt geil sein, ne, für Burstschaden. Wenn wir halt, ne, wir casten das, gehen rein, greifen an und dabei irgendwann explodiert das. Ich hoffe natürlich, das macht uns keinen Schaden. Das wäre dumm. Okay, was ist hier hinten noch? Mhm. Ich glaube, jetzt haben wir genug, um den Dolch nochmal abzugraden. Den anderen, oder? Ja, wir brauchten 20, okay. Rechts oder erstmal hoch. Ah, nein, hier können wir nicht lang, okay. Wieder eine Sackgasse. Du freundlich? Ja. Ah, der Wahrsager. Ah, endlich lernen wir uns kennen. Hallo, Juxtiana. Hat mein Bruder dich geschickt? Ach, das ist unwichtig. Was viel wichtiger ist, ist deine Anwesenheit selbst. Ich frage mich, ob du eine Ahnung davon hast, wer oder was du eigentlich bist. Gewiss jemand mit wahrhaft verheerendem Potenzial. Und doch bist du vielleicht die letzte verbleibende Hoffnung im Kampf gegen die Verderbnis. Ja, all das macht dich ziemlich wichtig. Wie du sicher weißt, haben wir alle unsere Aufgabe, Juxtiana. Ich habe es oft gesehen und bald wirst das auch du, hä? Ah, aber du bist sicher nicht hier, um dir das Geplappere eines alten Wahrsagers anzuhören. Du bist auf der Suche nach einem Weg nach vorne, zu deinem finalen Feind. Eines dieser alten Siegelfragmente ist hier versteckt, in den Händen der Geliebten unseres Gottes. Das andere ruht in einem alten Grab, das vom endlosen Regen glattgescheuert wurde. Da waren wir ja schon, bin ich dann, ne, weg. Weggegangen wieder. Ich habe die Hindernisse beseitigt, die deinen Weg nach vorne blockieren, Juxtiana. Viel Glück und vergiss nicht, deine Taten richten mehr an, als du denkst. Jetzt die Tür offen unten. Ja, okay, cool. Okay, kann das jetzt sein, dass ich jetzt... Also ich habe gerade, glaube ich, verstanden, wie das Spiel aufgebaut ist. Wir müssen ja insgesamt 3 Siegel finden. Eins haben wir schon. Eins ist noch hier im Garten und eins hier in dem... Köpfeln den Beinhaus. Wenn wir die haben, können wir an der Kreuzung weiter hoch und das ist dann das Ende des Spiels. Vielleicht. Und in jedem von diesen Gebieten hier ist nochmal ein Siegelstein für diese komische Tür. Das könnte sein. Oh, hallo. Keine Ahnung, warum du oben keine Hitbox hast. Ist mir schleierhaft. Au. Ach, ja. Ah, geil. Nein, Mann. Autschi. Ich stelle mich gerade sehr dumm an. So. Danke. Please. Hm. Na gut, so einen Flocken nehme ich auch. Aber ich brauche mal wieder Barren. Och Mann. Diese Blindsprünge, die im Tod enden. Die haben irgendwie nur ganz unten eine Hitbox. Das ist super komisch, ey. Au.
So. Bam, bam. Oh nein. Es scheint, dass so nah am Ursprung nicht einmal meine Pflanzen der Trübung standhalten können. Okay. Ah ja. Können wir hier die Abkürzung öffnen? Yes. Okay. Blub. Hui. Na komm. Ja. Hier ist ein Fahrstuhl für eine weitere Abkürzung. Okay. Ja, es ist sehr... Levelaufbau ist halt sehr voraussehbar. Das ist das Wort, glaube ich, was ich gesucht habe. Ist ein Boss, na klar. Oh Gott. Obwohl, nee, kein Boss. Okay. Okay. Kommt nochmal eine, wette ich. Nee, doch nicht. Okay. Ja gut, ja, irgendeine kleine Pflanze. Wir müssen hoch und dann haben wir zwei Wege nach rechts. Ja, ey. Was willst du denn da machen? Also, Hm, klar. Ja, die haben keine Hitbox, okay. Ja, du kannst halt nichts machen. Alter. Das sind wir ein Gegnerplacement. Ja. Ach, okay. Geht's gar nicht weiter. Man hat nur zwei Wege hier hoch. Okay. Nochmal 12 Solunflocken. Ja, toll. Okay, ja. Ui! Yo. Okay. Okay, können wir eine Abkürzung freischalten? Warte mal, dann gehe ich aber erstmal hoch. Alter. Das wollte ich nicht. Sei gegrüßt, mein Freund. Wie passend, dass Sie unsere Wege hier kreuzen. Es ist ein Vergnügen, durch diese Gärten zu wandern. Nein, ist es nicht. Sie gehören zu den wenigen Orten, die vom Krieg verschont geblieben sind. Und hier kann man seine Sorgen vergessen. Eine Schande also, dass sich die Trübung langsam ihren Weg durch sie bahnt. Aber das gilt für alle Orte auf dieser Welt. Ich werde mich gleich wieder auf den Weg machen. Das Einatmen der Sporen dieser seltsamen Pflanzen hat mich ganz schön außer Atem gebracht. Ich werde mich aber nicht beschweren, denn so habe ich die Möglichkeit, die Flora aus der Nähe zu betrachten. Okay, mein Junge. Schön für dich. Fuck. Okay. Oh no. Oh nein. Hier. Okay, ich glaube, ich bin durch. Aber hier gibt es doch 100 pro halt noch Items oder so da unten. Naja. Okay,
Dann gehen wir hier runter. An die Abkürzung da auf. Oh ja. Okay. Ein Mini-Checkpoint. Damn. Oh. Ah. Okay, gut, dass wir so rumgegangen sind. Hier hätten wir gar nicht lang gekonnt dann. Ach, hier. Man ist hier einfach vergiftet, oder was? Yay. Oh, hier kann ich nicht lang. Och, Mann, spring doch. Ja. Ein Drecksgebiet. Wie? Wie soll man da ausweichen? Okay, einfach. Er hält sich halt nicht dran fest. Ah, ja. Boah, okay. Ja? So, richtig beschissener Raum. Okay, aber jetzt weiß ich, was ich mache. Benutze den Spell. Hallo? Okay. Zu gierig. Zu gierig. Weiter. Beziehungsweise nochmal. Ja. Peng. Oh. Och, Junge, ey. Ey. Danke, mein Gott. Tschüss. Ah, geht doch, ey. Okay, jetzt ist hier offen. Belzmuts Glaube. Yo, geil. Okay, jetzt haben wir es hier geöffnet. Danke. Aber es geht, glaube ich, noch weiter. Ja, hallo, TikTok. Okay. Okay. Wo ist der Dings? Da. Ja, komm, ich geh mal zurück und level und speicher. Hier müsste der, ja, Runen sein. Okay. Nein, nicht Fähigkeiten. Levelaufstieg, bitte. So. 25 Geschicklichkeit. Oh ja. Okay, ich würde sagen, ich beende die Folge. Wir sehen uns. Gehe ich dann nochmal in den, ja komm. Ich gehe nochmal in dieses giftige Gebiet. Vor dem Eingang sehen wir, treffen wir uns in der nächsten Folge. Was ist das? Ah ja. Belmuts Glaube. Das haben wir. Hier irgendwas von Belmut? Nee, aber hier, oder?
Belmuts Fäuste, Belzmuts Fäuste, Belzmuts Fahrt. Okay, davon brauchen wir nur noch die Brust. Nice. Zwei Sets haben wir fast vollständig. Okay, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao.